Am Freitagnachmittag konnte Investor Wilhelm Borger vor dem Kristallpalast eine Liste mit mehr als 330 Unterschriften entgegennehmen. Gesammelt wurden sie in den vergangenen 2 Wochen durch den Förderverein Bürger- und Kongresszentrum Kristallpalast, der seit mehr als 1,5 Jahren für das Projekt wirbt. Das sind mehrere Gründe. Der erste Grund ist natürlich eindeutig. Wir möchten als Dessau, dass dieser Schandfleck verschwindet. Und als Unternehmer, Wirtschaftsverbände möchten wir natürlich, dass wir in Dessau ein Veranstaltungsort, Kongresszentrum haben in Dessau. Rund 14 Millionen Euro sollen in das neue Bürger- und Kongresszentrum fließen, das bereits mehrmals die Zustimmung des Stadtrates erhalten hat. Und jedes Mal an der Forderung der Stadt nach einer Stellplatzablöse und der Weigerung Burgers, diese zu zahlen, scheiterte. Die Stellplätze kosten Geld. Ein derartiges Haus ist erst nach Jahren rentabel. Nach Jahren rentabel. Ja, das braucht seine Einlaufzeit und. Niemand zahlt aber unser Minus. Wir kriegen von der Stadt keinen Zuschuss, nichts. Wir werden vom Land gefördert werden. Das reicht aber nicht aus, um so ein Instrumentarium in Dessau zu haben. Hält die Stadt an der Ablöse fest, wird nicht gebaut, bekräftigte Borger am Freitag nochmals. Die Ablehnung durch Oberbürgermeister Clemens Koschek, der neben rechtlichen Folgen auch eine Beispielwirkung befürchtet, kann er zwar nachvollziehen, sieht die Sache aber dennoch etwas anders. Wenn Objekte im Interesse einer Stadt sind, es kommt eine vernünftige Industrieansiedlung zum Beispiel, dann tut man diese Dinge, um den Investor nach Dessau zu bekommen oder eine andere Stadt. Das ist gang und gäbe quer durch die Bundesrepublik. Da die Stadt aber keine sonstige Förderung anbieten kann für ein Objekt, was sie eigentlich selbst machen müsste für diese Stadt, dann wird sie, ich hoffe so, diese Kröte, in Anführungszeichen, auch schlucken können. Und tatsächlich scheint sich die Situation zu entspannen. Sowohl im Bauausschuss am Donnerstag als auch bei einem Termin im Bauamt gab es für Borger positive Signale. Die Stadt versteht, oder die Damen und Herren, die da waren, unsere Belange. Und ich meine, wir sollten in dem Stil weiterfahren. Dann wird das Projekt auch zu einem guten Ende geführt. Also die Stadt war heute, oder das Bauamt und die beteiligten Mitarbeiter, sehr kooperativ. Das gilt vorerst jedoch vor allem für den ersten Bauabschnitt, das medizinische Versorgungszentrum, für das unter anderem die Zufahrtsstraße am Liborius-Gymnasium umgewidmet werden soll, um die Belieferung des Zentrums zu sichern. Der Baustart rückt näher. Wir werden der Stadt bis 15. Oktober die restlichen Unterlagen für die endgültige Bearbeitung des Bauantrages liefern. Dann gehe ich davon aus, dass die Herrschaften 3-4 Monate brauchen, sodass wir nächstes Jahr im Frühjahr anfangen können. Das wäre wunderbar. Wobei im ersten Bauabschnitt, das sollte man der Klarheit dazu sagen, sind ja bereits 1300 Quadratmeter, das ist keine kleine Fläche, für den zweiten Bauabschnitt. Und das, so Borger, könne als Zeichen gedeutet werden, dass er es mit dem Bau ernst meine und ihn zu Ende führen wolle. Wenn da nicht der Knackpunkt mit den Stellplätzen wäre.